Die Maus aus dem Bild. So, mein erstes Let's Play. Ich habe einen Gast. Nein, nein, ich bin nicht da. Doch, du bist da. Stell dich Ja. vor. Ja, mein Name ist Gobi Todic. Ups. Und ich mische Karten. Cool, dann fangen wir mal an. Ja, dann fangen wir mal an mit welchem Spiel denn überhaupt? Mit Payman Origins. Es heißt Rayman, aber okay. Was habe ich gesagt? Du hast Payman gesagt. Scheiße, Fail. Und Payman hört sich so ein bisschen an wie Hitman, und Hitman ist ein brutales Spiel ab 18, während Rayman ein Spiel für Kinder ist. Ab 6 Jahren. Richtig. Also auch was Deswegen für uns. leg doch einfach mal los mit dem Spielen. Ja, ich habe Rayman Schon okay. So, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, um ehrlich zu sein. Ich auch Ich habe nicht. es zum Geburtstag bekommen und der ist jetzt schon fast ein Jahr her. Dann. Sowas würde bei mir nicht vorkommen, dass ein Spiel so bei mir so ein Jahr rumliegt, unangetastet. Ich hatte andere Sachen zu spielen, also von daher. Das wäre bei mir kein Grund gewesen. Ja, und ich hatte andere Sachen zu tun und so und keine nicht so viel Zeit. Okay. Was für Dinger liest da ist, ne? Scheint lecker zu sein. Eine lustige Szene. Oh, die sind alle gestört vom Schnarchen. Sag mal, hast du überhaupt ein Gamepad oder wie spielst du das? Spielst du das per Tastatur? Mit meiner Tastatur und mit meiner Maus. Oh ja, dann wird's lustig. Wieso? Naja, bist du ein bisschen das Spiel mit Tastatur gewöhnt? Ja. Na, dann geht's ja. Weil wenn du das Spiel mit Tastatur nicht gewöhnt bist, dann wird es sehr, sehr schön. Also diese Für die Steuerung Zuschauer. mit den Ja, wenn das das System mit den Falltasten ist, wenn nicht, ist es WASD. Ja, das kenne ich auch. Das ist ja bei Minecraft so. Ja, dann, wenn du damit umgehen kannst, ist ja gar kein Problem. Ich denk, das bekommst Ja, glaube ich du. auch. Dir wird's ja im Spiel auch erklärt. Ja, aber das Spiel ist Wir etwas haben. laut. Ich höre es ja nicht. Ja, aber es ist ziemlich laut eigentlich. Ja, ich sehe ja nur die Cutscene, und eigentlich sollte ja bei der Cutscene eigentlich still sein, aber ja, gut. Jetzt ist still. In dem Spiel wird ja nicht geredet. Ja. Aber Deswegen. geschrien. Ja, gut. Und so, und jetzt, Das was wird mache in ich jedem jetzt? Spiel. In The Legend of Zelda wird auch nie geredet, aber Link stöhnt und schreit und ist wunderbar. Kann nichts machen. Bin hier irgendwie eingesperrt. Finde ich doch erstmal so ein bisschen mit der Steuerung zurecht. Ja, aber ich Recht kann nichts lernen. machen. Springen. Ja, spring doch mal. Geht nicht. Oh doch, jetzt. Siehst du? Leertaste, die gute alte Leertaste. Ja, musst eben rausfinden, wo du springst. Hey, du Klapski, die da hin. Sieht so aus, als ob der alte Meister wieder mal Blasen spuckt. Völlig richtig, Mensch. Wir werden das mal hier echt so brauchen, um ihn wieder in Schuss zu bringen. Sag mal, jetzt habe ich mich vorgestellt, aber du dich noch gar nicht. Mein Name ist Nyoko. Ich meine, das ist dein erstes Let's Play, da muss es Ja, sein. das ist. Wir haben ja schon zusammen Let's Plays gemacht und das. Ja, stimmt, aber das ist ja jetzt noch nicht oben. Ja. Deswegen kann dein Video ja früher hoch kommen als meins. Kann nur noch springen, was soll das? Also wenn ihr Nioko die Schuld geben wollt, dass sie jetzt Let's Playt, das ist meine Schuld. War ja auch bei Kane the Emo Was auch mache ich so. hier gerade? Ich weiß nicht, du penetrierst gerade das Ding und bist ganz fröhlich. Ich weiß nicht, was ich da mache, aber egal. Ja, es sieht aus wie du besteigst gerade ein Spermium oder sowas. Keine Ahnung. Ach, guck mal, damit kannst du schwingen. Ja. Soll ich den mal anspringen? Was habe ich da gerade gemacht? Du bist geschwungen.
Und dann kannst du wahrscheinlich, wenn du dann auf die Leertaste drückst, wahrscheinlich weit und hoch springen. Probier's mal aus. Meine Frau sind nicht gut. Wandsprung hast du auch eben ausgeführt. Ja. Schöne Sache. Wie sich Rayman von den damaligen PS1-Spielen so entwickelt hat. Wahnsinn. Ich bin jetzt einfach mal da reingelaufen. Mal gucken, was oh, das war noch PS1-Spiel. Ein Tee. Es sieht sehr nett aus. Einfach ein Hut. Wollen wir da drauf springen? Springen wir auch nochmal drauf. Ja, sagt der Typ mit der Sense. Der raue Typ, mit dem der Sense dort bewacht den Weg ins Land der wandelnden Seelen. Was? Das Spiel hat eine schöne deutsche Sprachausgabe. Ja, geil. Der raue Typ, mit dem der die Sense. Mit dem der Sense dort bewacht den Weg. Der raue Typ mit der Sense dort bewacht den Weg ins Land der fahrenden Seelen. Ja, das wäre korrekt. Deutsch. Alles andere ist unkorrekt. Der alte Geschäft ist ziemlich alt, weißt du? Verpassen ein paar strahlende weiße Schädelzähne wie diese hier, sodass ich in die finsteren Gefilde. Das muss umkehren wieder. Oder was? Ich spring doch mal auf den Hut. Ich fliehe vor dem Typ mit der Sense. Der Sensemann. Er bringt uns allen den Tod. Nein. Obwohl, in Castlevania tut er das. Ich mag an Werten hochspringen. Du, ja. Obwohl ich mir da ziemlich unsicher bin, ob das der Bart ist oder doch nicht der Körper von dem Vieh. Nein, der Körper ist doch da oben, wo seine Füße ja, sind aber, doch vor seinem Bart. Aber an seinem Bart ist irgendwie sein Gesicht und sein Mund dran. Ja, aber... Und seine Kopfhaare. Ja, aber schau, du siehst doch den restlichen Körper hinter ihm. Ja, natürlich sehe ich den, aber irgendwie... was? Der ist ja 2 Meter groß, allein schon wegen seinem Bart. Ja, der fliegt auf der... Was macht das Ding mit seinen Augen? Egal, ich geh jetzt mal da lang. Ah, es speichert. Zurück zur Lichtung der Träume. Ladebildschirm. Das komische Ding da in der Ecke zeigt, dass es lädt. Richtig. Der schnarchende Baum. Jetzt hast du so gesehen die Grundlagen erlernt, jetzt darfst du dann... Warst du nicht eben im schnarchenden Baum? Ja, ich bin jetzt weitergegangen. So ist dein Sensemann. Weil er dich töten will, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Spring nochmal auf den Sensemann seinen Kopf, vielleicht bringt das was. Nee, da hat er Angst. Also du musst dem Sensenmann neue Schädelzähne bringen. Ich spring da nochmal drauf. Und vergiss nicht, hier alle Lumps zu schnappen. Diejenigen, die ihre Energie einzusetzen wissen, können Lumps sehr erleuchtend sein. Okay. Keine Schädelzähne, kein Zutritt. Dann kennen wir ja die Aufgabe, die du zu tun hast. Ja, aber wie mache ich das? Wahrscheinlich in den verschiedenen Leveln, wahrscheinlich ist das hier so das Grundlevel, das Basislevel, wo du immer wieder hin zurück musst mit den Schädelzähnen, um weiterzukommen. Aber was mache ich jetzt? Deswegen würde ich sagen, gehst du hier jetzt einfach raus und gehst in das nächste Level, das eben freigeschaltet wurde. Da kann ich den Tara wechseln. Scheinbar. Ui! Hey Rayman, sei gegrüßt. Hattest du wieder einen bösen Traum? Heißt Rayman. Lass mich! Nein, es gibt Leute in der YouTube-Community, die nehmen dir das Böse. Hey Rayman, sei gegrüßt. Hattest du wieder einen bösen Traum? Nein. Also nochmal für die, die es mir übel nehmen, wenn ich
Reimann sagt oder was ich auch immer gesagt habe, ich weiß es nämlich nicht. Hast Reimann gesagt? Reimann. Ja, hat gut was und so. Aber was sind diese Dinger? Ich glaube, ich muss die Kamera wechseln, um das zu sehen oder so. Das kann sein, oder du schaltest das erst im Verlauf des Spieles frei. Hm, irgendwie verwirrt mich das Spiel gerade. Warte, wo ist die Anleitung? Das ist eben so, wenn... Das sollte man in einem Let's Play übrigens nicht tun. Was? Die Anleitung wird vorher gecheckt. Ja, ich habe sie kurz angeschaut. Kurz angeschaut ist nicht studiert, das habe ich gelernt. Ich habe sie verloren. Scheiße. Ach nein, da ist sie. Nun Leute, das verspricht doch lustig zu werden. Ja, also wo geht's los? Nachts um 3:45. Hier steht was über... Ach, hier das Spiel. Befreie die Elektrons und rette die Lichtung der Träume. Während die Welt von den Kreaturen aus den Fantasien des Traumbläsers überrannt wird, fallen ihnen auch immer mehr Elektrons zum Opfer. Die armen, unglücklichen Geschöpfe werden links und rechts abgefischt und eingepfercht. Mit Ketten und so weiter und so weiter. Du liest gerade die Story vor. Ja. Lungskönige, keine Ahnung, ich check das nicht. Ah, das sind, in diesen Blasen sind irgendwelche Kerle drin. Ich laufe jetzt einfach mal da rein, ist mir jetzt scheißegal, was da passiert. Also in diesem komischen Heftchen steht auch nichts Informatives. Tja. Vielleicht sollte ich einfach mal da hinlaufen und dann da rausgehen und nicht einfach da bleiben, wo ich bin. Wäre auch mal schlau. Ja? Ja, jetzt bin ich mal woanders. Der reinste Urwald, das würde ich doch mal anklicken. Ja. Manchmal merkt man nicht, wenn man fällt. Ja, das Spiel hat aber auch eine komische Overworld, so. Ja, aber... Ja. Du musst dich erst reinfinden, das wird dir gelingen, denke ich. Hoffentlich. Da ist ein Schloss. Schmetterlinge. Guck mal, ob du irgendwie schlagen kannst. Warte. Probier mal YX oder sowas. Schlagen ist es. Wie schlagen? Vielleicht musst du das Ganze aber auch noch erst erlernen oder das Spiel sagt dir das, wann du das benutzen kannst. Ist ja auch egal. Ja, geh einfach mal weiter. Geh einfach weiter. Weiter, weiter, weiter. Auf, lauf, lauf. Geh weiter. Los jetzt. Ein Baum. Da ist was. Ja. Lass mich raus. Sonst gibt's aufs Maul. Dann wird das jetzt wahrscheinlich schon erst der Gegner sein. Einfach mal draufstrecken, wenn das überhaupt ein Gegner ist. Oder nicht so ein Konto geht. Ah, scheiße, das ist richtig. Ja, kann dich zerquetschen unter Umständen. Oh, scheiße, ich bin weggekommen. Yeah! Das ist eine Münze! Los! Verfolge das Teil! Ein wunderschönes Jump'n'Run-Spiel aus dem Hause Ubisoft. Ich habe tatsächlich noch nie einen Rayman-Teil gespielt. Ich weiß nur, dass die Kult sind. Aber ansonsten... Doch einmal habe ich Rayman gespielt. Das ist aber schon etwas länger her. Macht doch Spaß irgendwie. Ja, das ist eben so das Jump-Run-Feeling. Aber wenn ich mal nicht dabei bin, musst du die Leute irgendwie unterhalten. Ja.
Musst so ein bisschen genau das kommentieren, was hier um dich herum passiert gerade. Also was hier da so gerade passiert. Also nicht, wenn jetzt jemand reinkommt und dir in die Bude kotzt, sollst du nicht sagen, da kotzt gerade jemand mir voll vor die Füße. Obwohl das sicherlich auch lustig ist. Ich glaub, aber du sollst das Ganze. Nee, du sollst einfach das Ganze ein bisschen unterhaltsam gestalten und einfach das kommentieren, was da gerade passiert, was du machen musst.